Also die zurzeit meiner Meinung nach beste Matratze ist die von Dunlopino, die Dunlopino Fusion Solaris. Die liegt sich wunderschön weich, gibt es in Härtegrad 2 und in Härtegrad 3. Und sie gibt es einmal als Kaltschaummatratze und sie gibt es als Federkernmatratze mit Taschenfederkernen. Hängt davon ab, was man gerne lieber möchte, aber im Prinzip geht beides. Wenn sie einem nicht gefällt, kann man sie ja auch innerhalb von 100 Tagen wieder umtauschen. Aber an und für sich ist es schon eine sehr, sehr gute Matratze. Ja, die halt auch im Sommer zum Beispiel die Temperatur ableitet, dass es nicht zu warm wird und man besser einschlafen kann. Ansonsten auch sehr hoch ist, 23 cm, und sich sehr, sehr bequem liegt. Dunlopino gibt auch 10 Jahre Garantie auf die Matratzen. Also selbst wenn nach 9 Jahren da eine Delle drin ist, dann ist es immer noch so, dass man da Ersatz bekommt. Ja, Taschenfederkernmatratze so aufgebaut. Hier sieht man das, hier sind die Taschenfederkerne. Oben drüber sind noch verschiedene Schaumstoffschichten. Ansonsten bei der Kaltschaummatratze ist es so, dass hier mehrere Kaltschäume übereinander gelagert sind. Oben auch weicherer Schaumstoff, dass man etwas einsinken kann. Und zwar unten hat man dann auch noch diese Airflow-Kanäle. Hier diese Lücken hier. Und dadurch liegt man halt sehr bequem und weich. Ja, ansonsten man kann ja einfach mal in den Handel gehen und dort mal Probe liegen. Oder halt sich einfach die bestellen. Man geht da eigentlich kein großes Risiko ein. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten bei Amazon in der Beschreibung. Da könnt ihr einfach mal draufklicken auf den Link. Und da kriegt ihr nähere Informationen zu der Matratze. Da könnt ihr euch sie mal anschauen.